Ich habe gerade Pokalrekord. Ohne Scheiß, ich habe gerade Pokalrekord. Guck dir das an, 4650. Ich könnte irgendwelche schönen Pokalrekorde knacken, aber nein, ich mache Experimente mit dem Level 6 Blasrock-Kobold statt dem. Alright, Leute, willkommen zurück zu Clash Royale. Die Dart-Kobolde sind ja raus, beziehungsweise Blasrohr-Kobold heißen die ja auf Deutsch. Ich brauchte noch, aber wir haben ja hier noch das Pack hier. Und mit dabei ist diesmal natürlich auch Bardo, den habe ich schon fast vergessen. Ich wollte mein Programm gerade hier durchziehen und dann oh, scheiße, für 5 Sekunden noch besprochen. So, ich brauche 100 Stück von denen, kaufe ich mir auch erstmal für einen Kachinga. So, Kachink, 150 Gems, 100 Stück. Ne, Bardo? Was machen wir? Nee, wird gut. Ja, wird gut. Bestimmt so gut wie die Elite Baba. Du bläst ordentlich gleich mit dem Kobold. Der kann gut blasen. Moin Leute, Trimax hier. Abonniert Stamplay. Der ist sehr lustig. Ja, das ist so stumpf. Danke, Trimax. Gehört, Leute. Danke. Danke, Buddy. Trimax. Da ich CD. Okay, schnell in die Aufnahme. Ich mach hier nochmal ganz kurz die Packs hier auf, die ich hier habe. Mal gucken, ob wir da eine Legendary kriegen. Bestimmt, geht bestimmt was. Mhm. Ich habe eine Magie-Truhe. Hey, die Chance ist nicht so niedrig. Erstes Pack, zweites Pack. Minenwerfer 17 Mal, das ist schön. Barbies 26, 4 Mal Blasrohr. Blasrohr ist ein komischer Name. Blasrohr? Ah ja, Blasrohr. Eisgeist, Valkyrie, Boja, vor Kobolfoss. Mann, ehrlich. Bowen! Geht doch. Ah, okay. Ich habe schon mein Handy weggelegt und Marx was geschrieben, aber ich meine mit Trimax was geschrieben, aber ich komme jetzt rein. Ja, mit Marx. Zwei Markus. Hi Markus. Wir sind Experten, was das angeht, eigentlich nicht. Jedes Mal, wenn wir das machen, verkacken wir und werden dann gegeben. Ja, gerade den Anfang verkacken wir. Ja, das sollte reichen. Kannst du gleich hier verteidigen. Und dann beginnen wir uns unser schönes Ding. Ja, aber auf jeden Fall, Blasrohr-Kobold bin ich hyped. Das wird wahrscheinlich ein ganz guter Konter gegen Inferno, Grabstein. Du musst Sepp, ich bekenne Sepp im Deck. Gegen was noch? Hier, Friedhof. Ja. Friedhof. Könnte sein. Friedhof könnte auf jeden Fall gerade sein. Gegen Friedhof, oder? Ja. Ja gut, aber der ist natürlich anfällig gegen Sepp und hier. Ja, der hat ja nicht so viel Leben, aber ich glaube, du kriegst ihn. Sollen wir schon starten den Push, ne? Ja. Oh, wait. Wir brauchen mehr Pumpen eigentlich. Halte, der rasiert ja einfach durch, sehe ich mal gerade. Ja, gegen einen Grabstein ist natürlich Pilleball. Ja. So, ich brauche mehr Pumpen. Wir müssen mehr. Zwei Grabsteine, ja. So, und zwischendurch einen Giant draufsetzen, der braucht den wahrscheinlich ewig. Aber da musst du aufpassen mit den Skeletten, dass es nicht zu viele wird. Okay, zwei schafft er auch locker. Ja, das ist mal ein Riesen. Zwei schafft er auch locker, ne? Ja, der ist ziemlich gut. Das Problem gut mit den Riesen ist, wahrscheinlich wird er ein bisschen zu lange dauern. Ja, guck mal, wie lange der braucht. Aber gut, wenn danach Tausende kommen. Ja, das geht schon. Das geht schon. Das ist schon ganz in Ordnung. Ich jetzt noch mal mehr pumpen, und dann habe ich mehr pumpen, das ist alles. Er braucht wirklich lange. Jetzt wird er aufgefressen. Okay, der Riese ist vielleicht zu. Vielleicht nicht. Der hat zu lange ausgehalten, oder? Vielleicht hätten wir den Riesen noch nicht setzen dürfen. Nee, ich überlege gerade, ob wir nicht einfach nur Riese machen. Immer wieder Riese. Nur Riese? Okay, kann ich auch probieren, aber jetzt überrenne ich dich wahrscheinlich eh. Okay, die Kobolde brauchen zwei. Ja, die Rotation passt noch nicht. Das ist doch kacke. Okay. Ja, setz mal Riesen aus. Genau. Ich setz mal nur Riesen jetzt, okay? Und ja. Okay. Ist zwar nicht das Deck dafür, nur Riesen auszuspielen, aber jetzt wird. Na gut, du musst einfach nur rotieren immer wieder, ne? Ja, und ein paar Skelette muss ich ja trotzdem setzen, ab und zu. Muss nur immer so schnell wie möglich, genau. Ja, aber ich habe halt nicht so viel. Okay, dann muss ich gleich mein Deck nochmal anpassen. Mit der Rotation. Okay. Das wird auf jeden Fall tricky. Ne, ich glaube, Skelett ist der falsche Weg. Die werden das viel zu schnell kaputt machen. Du musst immer so schnell wie es geht wieder zum Riesen rotieren. Ich mach jetzt mal Doppelriese. Ja, mit Spiegel auf jeden Fall. Okay. Ja, aber der geht auch zu schnell weg. Jetzt mal ganz ehrlich. Skelette, das kriegst du nicht schneller genug rotiert? Ich hab das Skelette mir zu früh gesetzt. Ne, passt schon. Mal gucken, wie die das handeln. Oh, die teilen sich ja, so locker, auf. Ja, locker. 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 Keine Ahnung, die Rotation ist halt ein bisschen tricky. Ich muss mein Deck gleich anpassen, dass ich mehr Rotationskarten hab. Dann geht das bestimmt. Ja. Aber Skelettarmee geht ja auch noch. Skelettarmee und Riesen. Ja, aber da musst du echt aufpassen. Da musst du echt so rotieren, dass dass die Skelette nicht mit den Riesen verteidigt werden. Sprich, die müssen den Riesen fertig machen, dann musst du die Skelette ausspielen. Ja, aber das ist super schwer. Da muss ich mein Deck gleich noch ein bisschen anpassen. Gut, dann machst du mich jetzt Skelette. Sicher, dass das funktioniert? Du hast gedacht, das wird ganz leicht. Das wird ganz einfach. Nee, das funktioniert null. Ich glaube, ich lösche die auf. Ja, das wird super. Wenn wir nicht mindestens 50 schaffen, wird das, glaube ich, schaffen. Also, du kannst jetzt einmal probieren, dass ich mein Deck ein bisschen anpasse, dass ich schneller rotiere, aber ich glaube, es wird zu schwer. Ganz ehrlich. Oh, hier. Dann rotiere ich ein bisschen rum. So.
So. Ella. Lass uns einfach immer so sagen, dass du gut bist. So. Das wird ein gutes Video. So. Sehr gutes Video. So. Ich sag, ich ein richtig weiter. Gutes, eins richtig gutes Video. Was ist das für ein... Nein, sorry, ich hoffe, ich lasse es. Okay, aber Pumpen rotieren kann ich gut. Und das kriege ich inzwischen hin. So, ach, das können wir inzwischen, ne? Nach 500 Stücke. Ja. Okay, ich bin ready. Ich will noch zwei Pumpen mehr setzen. Und dann, ich glaube, ich brauche das. Weil irgendwann werde ich das vernachlässigen. Deswegen brauche ich jetzt alles, was ich aufsammeln kann. Ich wäre auch red, glaube ich. Hast du einen Riese? Komm, Riese. Ich habe einen Riesen. Soll ich ihn bei dir setzen oder bei mir? Ganz vorne. Ich setze bei mir. Scheiß drauf. Ja. Der muss aber schnell den zweiten hinterher, ne? Einfach rotieren. Ja. Okay. Nicht die Pumpen, bitte. Ich kann nichts dafür, wenn der Spasti da hingeht. Sag das nicht kaputt. Mir. Sag das dem Spasti. Guck mal, wie viele Pumpen da. Wo sind meine zwei vorne, Bardo? Warum sind die tot? Ist ein Problem. Was habe ich dir gesagt mit dem Skelett? Ich stinke mir nicht mehr. Was? Ich muss die halt ab und zu setzen. Sorry, Buddy. Du musst deine Zauber rotieren, nicht die anhalten. Und du meinst, ich hätte Eisgeist den packen sollen, Skatiskelette? So, Riese, schneller. Ich hatte keinen Riesen, jetzt mach ich das. Mach mal Vertrauen. Mach mal ein bisschen Vertrauen. Da wird kein Vertrauen in meine Fähigkeiten sein. Nee. Das macht mich ein bisschen traurig. Ein kleines bisschen traurig. Nur ein kleines bisschen. Ja, mit kleinen Sachen bin ich aus und ich würde gerne wegsetzen jetzt. Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Gute Challenge. Nee. Ja, ich bin nicht mal in der Aufnahme drin, hasse Bardor. Trimax hasst Bardor, what's up? Das Ding ist, das geht nicht. Ich hab nicht, also das klingt jetzt so falsch. Das war voll okay. Ich glaube, du bist langsam. Also Weltrekord mit Blasrohrkobolden wird auf jeden Fall kein interessantes Ding. Egal, aber ich will trotzdem mal die Blasrohrkobolde jetzt mal hochleveln. Wir kriegen hier mal auf Level 2. Level 3. Ihr habt es gerade gesehen in der Herausforderung, ne? Mit dem Sepp über. Den Sepp überleben die tatsächlich. Ich hätte gedacht, der Sepp, der killt die. Aber gut, Level 9 Sepp gegen Level 7 ist nun mal so. Wie sieht's mit Level 12 Sepp aus gegen Level 8 Blasrohrkobold? Das ist so eine Sache. Level 6. Gerade mal Level 6. Ja, ich weiß ja nicht. Sollen wir mal statt den Königsriesen machen? Wird bestimmt doof. Ich habe gerade Pokalrekord. Ohne Scheiß, ich habe gerade Pokalrekord. Guck dir das an, 4650. Ich könnte irgendwelche schönen Pokalrekorde knacken. Aber nein, ich mache Experimente mit dem Level 6 Blasrohrkobold statt den Königsriesen gegen Level 12. Wird gut. Wird super gut. Wird wahrscheinlich ein Magnet für Holzfass sein, ne? Holzfass. Kampfholz. Und okay. Der kommt eh nicht an dich dran. Warum machst du den Angry Face, Kollege? Und zack. Okay, kommt die Skelettarmee? Nein, der macht einen ziemlich guten Kite mit dem hier Dingens. Aber das gibt uns ein bisschen Pull. Zack, zack. Okay, kann der Blasrohrkobold. Ich habe nicht mal nachgeguckt, ob er in die Luft schießen kann, ne? Das nennt man Skill, Leute. Das nennt man Skill. Wie bin ich bloß auf 4600 gekommen? Ohne Scheiß. Okay, das dahin. Und Blasrohrkobold, come on. Zack. Piu, piu, piu. Okay, gegen Hawkrider. Nicht der geilste Shit, ehrlich gesagt. Und der kommt jetzt an den Turm dran. Und tut er nicht. Tut er nicht. Und ich bin hier super im Nachteil. Ja, das war eine super schöne Idee, den Königsriesen durch Blasrohrkobold zu ersetzen. Kein Tank, der irgendwie vorne den Schaden aufsaugt, damit der irgendwas machen kann. Gar nichts. Jetzt wird er wahrscheinlich wieder kiten mit dem Links, ne? Ja. Und wieso setzt er so viel Elixier aus? Okay. Warum hat er immer noch so viel, obwohl er so viel Scheiße baut? Fragen über Fragen. Aber ich. Mit so einem kleinen Tank vorne dran plus. Guckt euch das an. Der kriegt die Karten schneller rotiert als ich und ich komme nicht hinterher. Und Gott, wir mürben den. Der hat irgendwelche spastische Anfälle. Haben manchmal Menschen. Plumps, nice. Okay, zack. Blasrohrkobold. Raus. Zack, zack. Und alleine wird er nicht viel machen können, ne? Zack. Aha, hat er verfehlt. Hast du gut gemacht. Und was spielst du aus? Ich spiele mal das Kampfholz aus. Habe ich so viel Elixier, dass er sagt, ich fuck you? Hat er nicht. Jetzt bin ich dran. Und Blasrohrkobold nicht hinterher. Zack.
Oh, der Sepp, ihr habt gesehen, der Sepp, der tötet den Blasrohrkobold. Ich hab's gesagt. Passenden Level, der macht das schon. Ich habe meinen Turm nicht mal angekratzt. Nicht mal ansatzweise. Das Deck rotiert hier so schlecht. Ich habe keine einzige Tank-Einheit, aber ich wollte eine einfach mal aussetzen. Wie vorhin auch schon in der Challenge gesagt, die guten Konter werden auf jeden Fall sein. Zack, zack, zack. Die guten Konter werden auf jeden Fall Friedhof sein und er muss nur noch einmal Feuer. Ach, der muss nur noch einmal Sepp aussetzen. Das ist hoffnungslos. Egal, ich wollte ihn einfach mal ausprobieren. Hier. Friedhof wird ein gutes Ding sein gegen den Blasrohrkobold, beziehungsweise Blasrohrkobold gegen den Friedhof. Das wird ein gutes Ding sein. Was hatte der Gegner jetzt für einen Sepp gehabt? Wahrscheinlich Level 12. Ein Level 12 Kelt, ein Level 6. Gut, ein Level 6 ist natürlich weit weg von Level 12. Das heißt, wir bräuchten den auf Level 8, damit er das überlebt. Ne? Was hat er dann? 200 Damage, über 200 HP und der Sepp killt den dann nicht. Auf Level 8. Okay, auf Level 8 brauchen wir den. Ich würde den aber nicht OP nennen. Das ist eine nette Support-Einheit, die wahrscheinlich für viele Sachen praktisch ist. Zum Beispiel Verteidigungsgebäuden und so weiter. Friedhof, ne, nicht Friedhof, doch, Friedhof auch, Grabstein, Inferno-Turm. Wenn der Gegner den nicht mit dem Holzstamm abrasiert, wird er natürlich viel Schaden nehmen. Und das für 3 Elixier wird es eine nette Support-Einheit. Aber OP bei weitem nicht. Praktisch, ja. Elite-Barbaren sind OP. Blasrohrkobold nicht. Die Maske ist aber cool. Die Maske ist einfach eine saucoole Einheit. So, wie sieht's mit euch aus? Was ist eure Meinung zu dem Blasrohrkobold? Ich habe eine super nice Challenge gemacht, die absolut nicht funktioniert hat. Was hatten wir für einen Rekord? 10 Stück. Wir hatten ein super schlechtes Match mit einem Deck, das nicht funktioniert, weil da einfach kein Tank dabei ist. Aber hey, ich hatte einen Pokalrekord, den ich jetzt vernichtet habe, einfach nur um die Einheit zu testen. Fand ich gut, fand ich gut. Viel gespannter bin ich auf den Henker. Der Henker kommt ja. Der Henker ist ja da bald dabei. Auf Deutsch Scharfrichter. Ich weiß nicht, wer den Namen erfunden hat, aber Scharfrichter ist kein geiler Name. Auf den freue ich mich echt. Und den können wir jetzt die Werte schon angucken. Habe ich aber auch schon mal gezeigt. Ist eigentlich kein neues Geheimnis. Sag ich mal, auf Level 1 760 HP. Macht 88 Damage auf Level 1. Wenn der auf Level 4, Level 5 ist, macht er ähnlichen Schaden wie der Magier. Ein bisschen weniger, aber dafür hat er um deutlich mehr HP. Er greift Luft an und in meinen Augen wird das echt ein besserer Magier werden, der Henker. Und ich hoffe, die ändern den Namen. Ich mag den Namen Scharfrichter nicht. Er macht 2 Schläge, zack, zack, gegen die Lakaienhorde, gegen die Skelettarmee. Das wäre ein so super nicer Konter gegen so viele aktuelle Metakarten. Selbst Mega Minion, gegen den Mega Minion wird das ein super nices Ding sein, weil wie gesagt, Lufteinheiten wird er treffen, wird auch ein guter Ersatz gegen den Bowler sein, auch wenn der Bowler defense-technisch mit seinem Stein um einiges mehr drauf hat. Okay, wie gesagt, schreibt mir runter in die Kommentare, wie ihr den Blasrohrkobold findet. Ich brauche auf jeden Fall noch über 200 Stück, damit ich den in der Arena effektiv verwenden kann. Wie gesagt, wenn der Sepp den töten kann, ist er nicht so geil, der muss auf einem hohen Level sein. Und das werden wahrscheinlich aktuell noch viele das Problem haben, die haben noch nicht viel von dem Blasrohrkobold, die müssen noch Karten sammeln, damit die in der Arena spielen können. Selbst wenn man das Sonderangebot kauft, habt ihr ja gesehen, kriege ich nur Level 6 und weiter. Schreibt mir runter in die Kommentare, wie ihr die Karte findet. Und für eine missglückte Challenge. 10 Blasrohrkobolde. Nice. Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Und gebt mir Flosse. Flop.